begrüße euch zu einem neuen Daily Vlog hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zu Folge, keine Ahnung, heute ist der 13. Dezember. Das seht ihr an meinen Türchen. Ja, ich weiß, Weihnachten ist wahrscheinlich schon ein bisschen her, aber mein Vlogmas geht noch ein bisschen weiter. Ihr müsst, so wie ihr das seht, noch ein paar Tage mit meinen Adventskalendern auskommen. Ja, wir schauen mal rein in meinen Duft-Adventskalender. Also ich fange jetzt einfach an, ne? Vielleicht sollte ich mal irgendwann mal wieder ein Vorstellungsvideo machen, aber jetzt habe ich da eigentlich keine Lust drauf. So, der Sugar One Wash. Sugar Wash? Da, der da. Der sieht so aus. Und der war mein Duft-Adventskalender. Mein Adventskalender, ich glaube, das ist um die Folge 30, wo ich den vorstelle, wo ich den gekauft habe, ne? Falls da, also ist bei Etsy gekauft, ganz ehrlich. Ich kaufe ständig bei Etsy ein. Genau. Dann kommt Katis Wollhäschen. Ihr Tütchen sieht heute so aus und wir gucken mal einmal gemeinsam rein. Ich freue mich. Da sind wieder Gummibärchen. Wenn ich jetzt die Gummibärchen sehe, fällt mir gerade ein. Ich habe noch gar nicht die anderen Gummibärchen gegessen und die sind wahrscheinlich in meinem Arbeitsrucksack. Da sind sie. Wir haben die Christmas Time Gummibärchen. Da wieder. Und die wollte ich eigentlich heimlich auf Arbeit essen. Ich habe sie mir auch eingepackt. Bloß da liegen sie auch seitdem ich, seit der letzten Folge, wo ich die ausgepackt habe. Ne? Ihr habt die schon mal gesehen. Und ja, die liegen da halt immer noch so fröhlich herum. Vielleicht denke ich heute daran, die mal zu futtern. Und dann kommt von meiner lieben Christina ein bisschen schwereres Paket. Da steht drauf Nummer 13. Nicht, dass ich irgendwas falsch mache, aber es ist Nummer 13, was ich euch mache. So. Wir gucken. Einmal rein. Und da drinnen, das Schwere ist etwas für Lukas. Toll. Der Lukas kriegt was. Ist das nicht eigentlich mein Adventskalender? Es gibt Erdnussmus. 100% Erdnüsse. Vielen, vielen lieben Dank, Christina. Da freuen wir uns riesig, besonders weil wir es letzte Woche vergessen haben einzukaufen. Oder war ich das letzte Woche, die es vergessen hat? Oder war es mein Mann? Ich weiß es nicht. War ich letzte Woche einkaufen? Oder ist das schon wieder ein bisschen her? Ich komme mit der Zeit nicht klar. Also, den hier haben wir drin gehabt. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und natürlich, das können wir immer gebrauchen. Und hier haben wir noch Bliss Balls. Ich weiß immer nie, ob das Wort so ausgesprochen wird. Mit Lebkuchengewürz. Das sind Fruchtkugeln auf Dattelbasis mit Schokoladencremefüllung und Lebkuchengewürz. Das sieht so aus. Und hier steht auch nochmal die Daten dazu. Ich glaube, wenn ich zu nah gehe, denkt die Kamera auch, ich bin ein bisschen blöd, ne? Genau. Und wie immer hat die liebe Christina auch nochmal ganz viel Tee reingepackt. Ein Westminster, ein Chai-inspirierter Tee, eine süße Cranberry und ein Wintertee, Apfel, Rohrbusch, Zimt und Gewürze. Bitteschön, dankeschön, ich freue mich. Ich hoffe, Christina, du freust dich auch über deinen Adventskalender. Ein paar Fotos habe ich ja bei Insta gesehen. Ich poste tatsächlich nicht bei Insta, weil ich ja den Daily-Kanal habe und alle Sachen schon im Daily zeige. Und ja, wer will das schon 20 Mal das Gleiche von mir sehen, ne? Gut, ihr Lieben, Tagesablauf heute. Wir werden jetzt gleich noch ein bisschen wickeln. Dann habe ich da eine riesengroße Paketlieferung. Die müsste heute und morgen verschickt werden, weil ich nicht weiß, wie das jetzt mit der Post ist, weil, wie gesagt, heute ist der 13. Dezember, ob die Post das noch pünktlich schafft, bei den Leuten abzuliefern. Darüber mache ich mir Gedanken und deswegen müssen wir ganz schnell. Zum Wickeln haben wir noch drei Bestellungen.
dann bin ich erstmal wieder ein bisschen durch. Die drei Bestellungen sind ein bisschen größer, da brauche ich ein bisschen mehr Zeit für. Ich werde mich aber bemühen, das jetzt wirklich heute und morgen rumzukriegen. Wobei morgen ein bisschen fraglich ist. Morgen ziehen wir ja um mit den Laden, das heißt, da wird die Werkstatt umgebaut und ihr wisst, ich nehme euch mit, also wir bauen auch als allererstes die Werkstatt um, damit ich auch weiter wickeln kann für euch. Genau. Dann, was machen wir denn? Also Pakete nehme ich mit, wenn ich zur Arbeit fahre. Dann fahren wir zur Arbeit, haben zwei Kunden, im Übrigen meine letzte Kosmetikkundin, das letzte Mal Kosmetik für eine sehr, sehr lange Zeit. Ich weiß nicht, ob ich in diesen Beruf nochmal zurückkehre oder ob ich dieser Sache jetzt wirklich einen Rücken kehre. Wir werden es sehen. Ich weiß es nicht, was so die Zukunft bringt. Auf jeden Fall ist es jetzt definitiv das letzte Mal für eine ganz, ganz lange Zeit, wo ich heute Kosmetik mache. Ich weiß nicht, ob ich heute ein bisschen wehmütig deswegen bin oder mir doch Gedanken drüber mache, was haben wir jetzt angestellt und angerichtet und was das Richtige. Gut, diese Dinger spielen ja immer eine Rolle, das hast du wahrscheinlich. Diese Gedanken hat man immer, ich weiß es nicht, aber es ist jetzt Fakt. Es ist jetzt komisch. Vorher war es so wie, weiß ich nicht. Auch ich denke mal, die erste Zeit, wenn ich zu Hause bin, auch wenn die ganzen Möbel hier sind, wird es wahrscheinlich auch die erste Zeit so sein, dass ich denke, es ist Urlaub. Weil die ganzen Sachen, die ich ja hier für euch mache, Videos drehen, häkeln, stricken, Bobbeln wickeln, mit der Strickmaschine arbeiten, Videos drehen, keine Ahnung. Das mache ich ja auch im Urlaub. Daraus besteht ja meine Freizeit. Also wird das in der ersten Zeit für mich gefühlt so sein, als wäre ich im Urlaub. Ich glaube, und das haben auch die Kunden gesagt, dass es erst so richtig Klick macht, so Mitte, Ende Januar werde ich es merken. Und dann ist vielleicht auch wichtig, dass ich den Sprung kriege und nicht hier anfange abzudrehen. Ne? Also sprich, nicht hier anfange, mir darüber Gedanken zu machen, was wir da jetzt angerichtet haben. Oder ich bin jetzt alleine, weil ich bin mein Leben lang unter Menschen gewesen und hatte immer Kontakt. Und jetzt werde ich denn nur Kontakt zu meinen Männern und zu meiner Familie haben, beziehungsweise der Großteil meiner Familie wohnt ja nicht in der Nähe, also wird es den Großteil immer mit meinem Papa sein und seiner Freundin, mit denen ich Kontakt habe und eben ein paar Außenstehende. Aber das ist ja genau das, was ich wollte. Ich wollte ein bisschen mehr Zeit, mich auch mal wieder mit Freunden treffen, Sport machen, wie auch immer. Und ich hoffe, dass ich den Absprung schaffe, weil das war ja was ich 7 Jahre lang nicht machen konnte, keine Zeit für hatte. Ich konnte nicht mich mit Freunden treffen, ich konnte nicht freizeittechnisch Sport machen oder irgendwas. Das ist halt alles eingeschlafen und das, was ich gemacht habe, hat mich eigentlich mehr oder weniger mein Mann immer dazu gezwungen oder meine liebe Sabine, weil sie mir die Laufveranstaltungen zum Geburtstag, Weihnachten und Co. geschenkt hat. Oder Heiko, seid gegrüßt, wenn ihr zuguckt, aber ich glaube nicht, dass ihr die Videos die täglich guckt. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ich da den Absprung kriege und dass ich hier nicht in ein Loch falle und, keine Ahnung, mit euch auf jeden Fall eine schöne Zeit habe. Mit den anderen Kanälen möchte ich gerne live gehen, sobald das Setup hier alles steht, werden wir da auch gucken, inwiefern wir das hinkriegen, dass ich einmal im Monat wenigstens live gehen kann. Ich möchte einmal im Monat mich mit euch treffen, sprich beim IKEA im Restaurant. Ich kann leider keine Location anbieten, wo wir nicht gezwungen sind, auch was zu kaufen. Das ist ein bisschen blöd, aber ich werde mich mal umhören und umgucken, wo man sich gemütlich auch mal hinsetzen kann und häkeln und stricken kann, ohne dass man nach 3 Stunden weggejagt wird. Also ob ich 3 Stunden aushalte unter Publikum, weiß ich nicht. Aber das ist so das Ding, was ich gedacht habe. Und dann möchte ich gerne hin und wieder mal
ab den Sommermonaten mit euch ein Picknick veranstalten, also dass wir uns irgendwo in Magdeburg immer an verschiedenen Orten zum Picknicken treffen und jeder bringt irgendwas, so eine Kleinigkeit mit. Ich denke mal, aber das können wir eben nur in den Sommermonaten machen, dass das eine coole Idee ist. Ich wollte dazu ja, das habe ich im Podcast bei meinem anderen Kanal schon mal angesprochen, wollte ich eigentlich, dass ihr mir mal schreibt, was ihr dazu sagt und welche Tage und was auch immer oder Zeiten ihr da in der Regel bevorzugen würdet. Ihr wisst, ich habe damit kein Problem. Ich mache da ein Datum aus und setze mich da alleine auf die Wiese oder ins Ikea und stricke und häkle. Das ist mir eigentlich relativ. Und wenn sich da jemand dazu gesellt, würde ich mich auch riesig drüber freuen. Aber wie gesagt, das fangen wir erst nächstes Jahr an, wenn hier Grund drin ist. Wir haben auch überlegt, dass wir zwischen den Feiertagen eventuell mal so ein, zwei Tage nochmal in den Harz fahren, auf dem Brocken wandern. Ihr wisst, ich wandere gerne, ich sammle gerne Stempel und Co. Und da sind wir auch schon bei der Frage des Tages, die mir aber unter dem Podcast, unter den letzten, geschrieben wurde. Also ihr wisst, das hier ist der 14. Dezember. Ihr seht das natürlich zwei Wochen versetzt, ne? Keine Ahnung, welche Podcast Nummer 195 könnte sein, dass es die Nummer ist. Und da wurde dann gefragt, in welche Richtung wir denn gerne ziehen würden und wann und wie. Also wann steht ja erstmal außer Frage, weil Lukas muss erstmal die Schule beenden. Der ist in der 9. Klasse auf dem Gymnasium und wir versuchen erstmal, dass wir das erstmal richtig ordentlich über die Bühne gekriegt haben mit ihm. Und dann steht das im Raum, wenn er das Gymnasium beendet hat und auch weiß, was er machen möchte, dass wir eigentlich so schnell wie möglich hier wegziehen. Und da ist jetzt die Frage, wohin? Natürlich ganz gut. Wir haben da natürlich schon was ins Auge geworfen, ne? Also am liebsten wäre es mir ja, wenn wir an die See ziehen, Ostsee, Nordsee, keine Ahnung. Aber dann auch richtig so, dass man was von der See hat. Halt nur fest, ist für uns nicht machbar, ist nicht bezahlbar, würden wir nicht machen, definitiv fällt aus. Aber das wäre so die Gegend, die ich eher bevorzugen würde, ne? Ja, denn wisst ihr ja, dass meine Geschwister in der Nähe von Frankfurt am Main oder Frankfurt am Main wohnen. Und wir würden die Mitte bevorzugen. Also, wir würden nicht bis nach Hessen ziehen. Tatsächlich nicht, aber so ein bisschen näher ran an ihn. Ne? Wir haben den Harz ins Auge gefasst. Erstmal habe ich auch Freundinnen, die in Harz wohnen, mit denen ich mich dann öfters mal treffen könnte oder ein bisschen besser treffen könnte. Ich meine, der Harz ist nicht weit weg von Magdeburg, man könnte sich auch hier treffen oder sie hier. Jetzt habe ich keinen Führerschein. Ich glaube, viele von meinen Freundinnen haben auch keinen Führerschein. Wir müssten uns in Zug setzen. Ich bin Angsthase, meine Freundinnen sind auch Angsthasen. Also, schwierig. Ja, okay. Also wir haben den Harz ins Auge gefasst, weil da sind Dinge auch bezahlbar, für uns bezahlbar. Und so richtig wissen wir aber noch nicht, was wir wollen. Haben ja auch noch 4 Jahre Zeit, ne? So ein bisschen ins Auge gefasst haben wir die Richtung um Goslar herum. Da gefällt es uns am meisten gut. Ihr wisst, dass wir gerne in Altenau sind oder Hankley oder. Ne? Also so in die Richtung wird es uns jetzt im Augenblick verschlagen. Das ist aber noch nicht spruchreif. Ne? Also wenn überhaupt das irgendwann erstmal spruchreif ist, ist das in 4 Jahren. Und in 4 Jahren kann noch sehr viel passieren, ne? Aber ich wollte gerne mal ein bisschen ausführlicher auf die Frage eingehen, weil ich auch weiß, dass die liebe Stefanie hier zuguckt und sich hoffentlich freut, dass ich die Frage beantwortet habe. Und ja, ich hoffe natürlich, dass ich euch bei diesen ganzen Plänen und Jahren und was wir machen und was wir nicht machen, immer mitnehmen kann. Und dass wir hier noch lange Daily und Podcast und YouTube machen zusammen. Ich hoffe, dass das so funktioniert. Das weiß man ja nie. Man weiß ja nie, was so kommt. Und vielleicht muss ich auch in einem Jahr wieder arbeiten gehen, weil es nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Aber ich habe ja auch die letzten Jahre bewiesen, dass ich trotz Arbeiten YouTube bedienen kann.
dann wird das eben wahrscheinlich der Daily Vlog sein, den ich nicht mehr bedienen kann. Vor allen Dingen, weil ich das Videoschneiden im Januar auch übernehmen werde, muss. Weil das kann halt mein Mann auch nicht die ganze Zeit. Er wird die Videos für den anderen Kanal natürlich weiterschneiden, den Podcast und meine Tutorials. Das sind ja immer 3 Videos in der Woche und das meiste davon ist ja vorproduziert. Das heißt, er kriegt dann immer von mir so 10 Videos und die schneidet er dann. Und das funktioniert eigentlich meistens in der Regel ganz gut. Das mit den Daily ist natürlich sehr anstrengend und das würde ich gerne auch ein bisschen ihm abnehmen und vor allem vielleicht auch die Zeit ein bisschen verkürzen, ne? Zurzeit geht das nicht. Ich drehe meistens eine Woche lang die ganzen Videos und sammle die auf der Kamera und er bearbeitet die dann am Wochenende. Das ist dann schon mal fast der ganze Freitag und fast der ganze Samstag, wo er dran sitzt. Und als Puffer haben wir noch mal eine Woche, falls wir es nicht schaffen, dass wir noch mal eine Woche Puffer haben. Oder ich mal krank bin und kein Daily drehen kann oder wie auch immer. Ne? Wie das Leben so spielt. Ne? Ich denke mal, so richtig spannend wird der Daily morgen. Ich werde euch heute nochmal durchs Kosmetikstudio führen. Ich habe noch ein paar Sachen weggeräumt und leer gemacht. Aber ich denke mal, so richtig spannend wird es morgen. Morgen wird der Kosmetikraum abgeholt. Morgen kommt mein Mann das erste Mal mit dem Transporter und wir holen die ersten Sachen ab. Ich denke mal, so oft müssen wir gar nicht fahren, weil so viel ist es nicht. Es ist pro Raum, sind es 3-4 Schränke, ja, die mitgenommen werden müssen. Ja. Okay, Laberababa beendet. Wir sehen uns beim Wickeln, nach dem Wickeln, bei der Post, keine Ahnung. Ihr werdet es merken. Es stellt jetzt um. So Leute, genießt die Ruhe, die wir hier noch genießen können. Das ist jetzt der vorletzte Tag, den wir zusammen hier verbringen. Noch gemütlich und ruhig und ich weiß nicht, wie ich es nennen kann. Genau. Ich habe mir wieder einen Nanu-Kaffee gemacht. Er ist immer noch nicht aufgebraucht. Ich bin ja auch kaum noch hier, aber jedes Mal, wenn ich hier war, habe ich ihn jetzt getrunken. Genau. So, ihr habt ein bisschen eben zugeguckt, wie ich Pakete weggebracht habe. Ja, ist immer schwierig aufzunehmen, weil ich möchte auch nicht unbedingt, dass andere Leute dabei sind, mit im Bild sind und ich möchte auch nicht, dass die unbedingt auch die Kamera so sehen und deswegen verstecke ich die Kamera immer relativ so, dass sie halt nicht sofort ins Auge springt. Sie ist halt vom Fahrrad verdeckt und man... Ich meine, wer ein Auge dafür hat, der sieht es. Aber wenn du jetzt mal bloß schnell vorbeigehst, dann siehst du die Kamera nicht. Genau, also seht ihr immer meine Füße und die Pakete und das ist ja das Wichtigste. Genau. So, was habe ich jetzt heute gemacht? Ich habe mir jetzt ein bisschen was aufgebaut. Ich habe ein bisschen was zu arbeiten und mir fällt gerade ein, ich habe die Stricknadel vergessen. Das heißt, die eine Tasche hier, kann ich wieder wegräumen oder ist doch... Ich habe gestern Abend die Stricknadel reingetan. Oh Gott. Ich dachte eben, Schiete, die hast du liegen gelassen. Das heißt, ich kann das Mützenvideo weiterdrehen mit den Unicorn-Nadeln. Weil die haben so ein schönes kurzes Seil. Ich denke mal, ist für die Mütze hoffentlich kurz genug. Ja, es wird ja eine Strickemütze. Ich weiß, da haben auch wieder einige schon unterm Podcast geschrieben. Ja. Wir wollen aber lieber häkeln. Ich weiß, ich habe eine Häkel-Community, habe ich mir ja auch über Jahre aufgebaut.
So, das Bündchen habe ich gehäkelt. Aber ich merke gerade, da könnte ich, ja, Fussel gehören jetzt dazu, die Fädchen, aber ich glaube, ich könnte noch eine Reihe drüber häkeln. Ich werde wahrscheinlich noch eine Reihe drüber häkeln. Genau, ja, im Bündchenmuster gehäkelt, das wird jetzt hier oben zusammen gehäkelt. Dann wird hier einmal ringsherum gehäkelt und die Mützen, was ist das, ein Schaft? Keine Ahnung. Und dann werden die Maschen aufgenommen und der wird bloß nach oben gestrickt. Genau. Nehmen tue ich dafür eine fünffach Bobbel aus meinem Shop. Das ist die Weihnachtsmütze Nummer 1. Genau. Ja. Die passt halt so schön zu meiner neuen Jacke. Irgendwie. Ja. Also meine Patchwork-Jacke. Ich muss mich ein bisschen beeilen, die Kamera geht gleich aus. Also das ist das erste, was ich abdrehe. Das zweite, das hier ist eigentlich schon abgedreht. Da muss ich bloß weiter häkeln dran. Ich fange jetzt aber ein neues Video an. Und zwar einen Rollkragen. Ich mache einen mit kurzen Armen. Ihr könnt aber einen Rollkragen auch mit langen Armen machen. Und ich benutze dafür das schöne Garn von Woolpedia mit diesen Perlen. Das hat sie mir ja zur Verfügung gestellt für ein Unboxing und eben für Tutorials. Ich habe schon mehrere Tutorials für Julia gemacht mit ihrem Garn. Und das hier soll jetzt halt ein Rollkragen werden und ich möchte einen mit kurzen Armen und gar nicht so aufwendig. Da kommt ein kleines Muster, das kommt aber immer an derselben Stelle, aber wo oder wie verrate ich noch nicht. Wir fangen erstmal mit dem Rollkragen an, machen den Raglan, also hier die Zunahmen bis unter dem Arm und da irgendwo ist was versteckt. Ja, Augenmerk soll eigentlich auf den Garn liegen. Es ist ein Vierfachgarn, nichts Verkehrtes sagen, genau, ein Vierfachgarn mit 1000 Metern in der schönen Farbe Rotkäppchen. Wer die liebe Julia nicht kennt, einfach mal oben in der Suchleiste Woolpedia eingeben, dann findet ihr alles. Ihr könnt auch bei Google Woolpedia eingeben. Und bei meinem anderen Kanal gibt es sogar einen Rabattcode. für den Shop von Julia. Da könnt ihr nochmal 10% Rabatt kriegen, aber wie gesagt, der ist nur in dem anderen Kanal. Da müsst ihr darüber switchen. Ne? Und der ist da überall verlinkt. Den findet ihr. Was ich nicht verlinkt habe, sind die tollen Taschen von Devily Crochet, wo wunderbar eine komplette Bobbel reinpasst. Und wenn die Bobbel da drin ist, ist die safe und man kann die zur Not, die Taschen, weil das Projekt ja ein bisschen größer ist, nochmal mit in einer anderen Tasche nehmen. Dann hat man nämlich Garn, Projekt und Nadel voneinander getrennt. Das passt. Das passt. Ne? Weil das ist manchmal, ist das ganz cool, weil manchmal hole ich mir das raus und verzettel mich hier. Und dann guckt, da ist das Garn und dann passt hier das Projekt und die Nadel noch rein und ihr habt das so ein bisschen getrennt voneinander. Ne? Und das hier ist ja auch nicht die größte Tasche auf der Welt. Die ist übrigens von Beatrice Lambert. So, jetzt sehe ich schon. Ne? Devily Crochet findet ihr hier. Suchleiste Devily Crochet findet ihr sofort. Bin ich mir sicher. Okay, ihr Lieben. Falls der eine oder andere sich da jetzt hier hin verirrt, schöne Grüße da lassen, auch von mir, ne? Okay, ich fange dann jetzt mal an, mich vorzubereiten, meinen Tisch vorzubereiten, die Kamera vorzubereiten und let's go, der Hase, ne? Down and ready to ride. One by one, billion by billion, and holding up half the sky.
Ja, okay, Lieben. Videos sind jetzt bis zu dem Punkt abgedreht, dass ich jetzt erstmal häkeln muss. Beziehungsweise hier muss ich ja stricken. Das hier ist ja eine Strickelmütze. Das heißt, wir haben das Bündchen zusammen gehäkelt. Das sieht sehr, sehr, sehr schön aus mit der Farbe, finde ich. Und das, den Rest von der Mütze wird gestrickt auf einer 4 mm Adi-Nadel. Ja, die hatte ich ja vorhin schon gezeigt. Und hier mit meinem Garn, genau. So. Dann habe ich hier von Wolpedia, das schöne Garn mit den Perlen, habe ich jetzt auch so weit abgedreht, dass der Rollkragen jetzt gehäkelt werden muss. Ja, ich bin in der dritten Reihe. Zwei Reihen musste ich hier abfüllen und der Rest muss jetzt erstmal wachsen, genau. Ja, mal gucken, wie weit ich mit 1000 Metern komme. Ich werde das so machen, Rollkragen, Raglan und wenn die Arme abgeschlossen sind, mache ich erstmal die Arme jeweils. Es sollen ja kurze Arme werden, das brauche ich auch nicht so viel Garn. Und das Restliche wandert in den Körper. Und dann mal gucken, wie weit ich komme. Ja, ein bisschen aufräumen muss ich noch. Mein Nanu ist nicht alle, ist schon kalt, aber noch nicht alle. Ja, ein bisschen Orangensaft. Und hier habe ich die Schoki von Christina. Da. So, und jetzt muss ich Feierabend machen, meine Kundin kommt. Hallo! Ich möchte erstmal mein Daily beenden. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder einschaltet zu einer neuen Folge von mir. Macht's gut, ihr Lieben. Bis morgen.